nigga. Se fuego te quemo, ey, yeah. Yo te enveneno, ey, ey. Tú pasas de moda, babe, babe. Destruyo tu nave. Hola mi gente, was geht ab, eure Besten? Euer Boy, El Meon Cubanito, ist mal wieder back am Start. Und ja, mi gente, als allererstes, viel, viel Dank für euren heftigen Support, Leute. Wir haben die 285.000 Abonnenten geknackt. Eieiei, heftig. Gebt euch mal einen Applaus, Kuba Crew. Ihr seid einfach die Besten, ihr seid krass. Und ja, macht genauso weiter. Auf jeden Fall, Leute, im heutigen Video könnt ihr es lesen, Outfits für Fußballer oder diese Outfits tragen Fußballer. Und zwar habe ich mal gedacht, ihr wisst ja auch, cool, das war jetzt ein WhatsApp-Ton, das wollten wir jetzt hier nicht drin haben. Ich werde sehr, sehr oft auf Instagram gefragt, auf Facebook und natürlich auch auf den YouTube-Kommentaren oder in den YouTube-Kommentaren, ja. Sag mal, wie heißt diese Jacke? Wie heißt diese Shorts? Wie heißt dieses T-Shirt? Und deshalb, Leute, deshalb dachte ich, ich zeige euch drei coole Outfits. Zwei davon sind auch von DevShop. Das Video ist auch in Kooperation mit DevShop. Sehr, sehr nice, kann ich nur empfehlen. Und zwei Outfits von denen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch gefällt, aber jetzt würde ich sagen, jetzt fangen wir an. Und zwar direkt mit dem ersten Outfit. So, und dann würde ich sagen, wir kommen auch schon direkt zu Outfit Nummer 1. Und ja, Leute, ihr könnt sehen im Hintergrund, ich habe mir sehr, sehr Mühe gegeben bei den Schnittbildern, damit ihr auch wirklich das Outfit halt fresh sieht. Ihr könnt es auch sehen, ich habe es gerade an. Ich werde das nicht mit jedem Outfit jetzt machen, dass ich das anhabe. Aber das ist auf jeden Fall der Hoodie. Das ist ja vielleicht vibriert. Das ist auf jeden Fall der Hoodie. Ich bin nicht mehr ganz, ich glaube, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Und zwar der Hoodie heißt... Hoodie Equipment Scalup heißt der, also so richtig wörtlich. Checkt das einfach unten ab in der Videobeschreibung. Und ja, hat auf jeden Fall eine sehr, sehr moderne Kapuze. Finde ich fresh, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich sehe sehr ein weiches Fließstoff, was sich halt, ja, was ein sehr, sehr bequemes Tragegefühl gibt. Also, der fühlt sich sehr, sehr bequem an. Und die Hose, die hatte ich, glaube ich, auch bei den anderen zwei Outfits an. Die Hose ist auch mega, mega bequem. Das ist so eine Jogginghose. Und zwar heißt die Fitted Cargo von Urban Classics. Ich muss ehrlich sagen, Urban Classics hat mega coole Kleider. Ich war mega überrascht. Urban Classics, sehr, sehr gute Marke. Ja, die Jogginghosen sind sehr, sehr bequem. Kann man gut kombinieren. Schwarz passt eigentlich immer. Und ich dachte einfach, das passt perfekt. Zu den Schuhen habe ich Schuhe von mir gewählt. Die habe ich auch selber, habe ich damals von Adidas bekommen. Das sind die auch von der Equipment Collection. Passt auch zum Hoodie. Die finde ich sehr, sehr bequem. Passt sich auch sehr, sehr gut der Fußform an. Also das Outfit sehr, sehr sportlich, aber trotzdem finde ich durchaus elegant mit der Hose. Kann man auf jeden Fall tragen, jetzt vor allem für die Zeit im Herbst. Also kann das Outfit nur empfehlen. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, welches Outfit euer Favorit ist und warum. Aber auf jeden Fall, das ist Outfit Nummer 1. So, dann Outfit Nummer 2, Numero Dos. Eher etwas eleganter, aber trotzdem sportlich. Ich muss ehrlich sagen, als ich die Jacke gesehen habe, dachte ich so, ja, sieht fresh aus, aber Leute, wenn man sie dann anhat, die ist echt richtig heftig. Und zwar ist das eine Bomberjacke von Urban Classics wieder. Ja, wieder von Urban Classics. Wobei ich muss sagen, fast das ganze Outfit ist von Urban Classics. Das T-Shirt, das Longside-Shirt, das weiße, ist auch von Urban Classics. Und die Hose auch, die kennt ihr ja schon von vorher. Wirklich ein sehr, sehr cooles Outfit. Ich persönlich finde die Jacke am geilsten, ja. Ich finde, die sieht einfach heftig fresh aus. Ihr seht es auch hier in den Slow-Mo-Aufnahmen. Ich habe extra da viele Shots für euch gemacht, damit ihr das seht.
Ich finde, die Jacke ist einfach sehr, sehr geil. Weißes Shirt, weiße Schuhe. Ich finde, so kombiniert passt das sehr, sehr gut. Und deshalb ist das Outfit Nummer 2, Numero 2. Wie auch hier, schreibt auch gerne in die Kommentare eure Meinung dazu, welches Outfit euch am besten gefällt. Und ja, noch kurz zu den Schuhen. Die sind auch sehr, sehr bequem. Die sind auch wieder von der Equipment Collection. Die sind auch wieder von der Equipment Collection. Und zwar sind das die Equipment Support ADV in Weiß. Holt euch die Equipment Support Schuhe. Ist bescheid. Dann würde ich sagen, wir gehen zu Outfit Numero 3. Nummer 3, auch schon das letzte Outfit für diese Episode. Und ja, ihr könnt es sehen. Eher ein lässiger Style. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin praktisch nur mit Adi unterwegs. Ich weiß nicht, ich feiere Adi so übertrieben. Und ja, die Camo-Jacke habe ich damals von Kings, glaube ich, gekauft. Wenn ihr euch fragt, wo es die gibt, ich bin nicht mehr ganz sicher, wo es die noch geben könnte. Vielleicht gibt es sie sogar auch bei DevShop. Also die habe ich jetzt nicht von DevShop. Wie gesagt, die zwei Outfits vorher waren von DevShop. Und ja, unten, ich mache jetzt die Jacke auch auf. Unten habe ich noch so ein Classic Adidas Shirt. Und ja, das habe ich damals beim Metro gekauft, zum Schweizer Store. Wobei, nee, das haben die mir zur Verfügung gestellt, genau vom Metro, zu so einem Schweizer Store. Und ich finde, Pink kann man enorm gut mit Camo-Mustern kombinieren. Finde ich persönlich. Also ich finde halt, das passt mega. Vielleicht könnte man sogar anstatt das Shirt noch ein pinken so Baseball-Cappy anziehen oder so. Ja, und zu den Hosen, da habe ich ganz normale Adidas Essential, glaube ich, heißen die. Show 3 Streifen Hosen aus Baumwolle und Polyester. Sehr, sehr bequem. Und die Schuhe habe ich wieder die von DevShop gewählt. Und zwar sind das wieder die Support Equipment in Weiß. Könnte man jetzt zum Beispiel auch mit NMDs kombinieren. Die weißen NMDs, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die sogar noch hier. Ich habe gerade gemerkt, dass ich sie nicht hier habe, sondern im Auto. Aber zum Beispiel mit weißen Ultra Boost könnte man die auch, oder könnte man das auch verbinden, weil ich finde, durch die drei Streifen von der Jacke kommt das halt dann cool zur Geltung, und Pink, Weiß passt eigentlich auch gut zusammen. Ja, das seid ja nicht freier Wahl, aber das war mein Outfit. Und ja Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's auch schon von den drei Outfits. Diese Outfits tragen Fußballer, oder coole drei Outfits für Fußballer. Ich weiß ja nicht, wie ich das nenne, das war's auf jeden Fall vom Video. Leute, check gerne die Styles ab, sind unten in der Beschreibung verlinkt. Die meisten Styles oder die ersten zwei Styles findet ihr sicher von DevShop, weil das Video auch powered von DevShop ist. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, ob ihr das feiert, ja, ob ich mehr solche Lookbooks, solche Fußball-Style-Videos machen soll, ja, was Fußballer für Lifestyle tragen. Und schreibt mir auch unten in die Kommentare, Leute, ob ihr das feiert, ja, ob ihr mehr solche Fashion-Videos sehen wollt, ja, wo ich meine Styles zeige oder Styles von Fußballer, ja, coole Styles, dann schreibt das unten in die Kommentare. Gerne auch Ideen erwünscht. Und jetzt würde ich sagen, checkt die Links ab. Wie gesagt, zwei Outfits findet ihr von DevShop unten in der Beschreibung. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Folgt mir auf Snapchat und Instagram. Wir sehen uns. Bis. Bleibt stabil. Wir sehen uns. Peace.